Hallo und willkommen zurück zu EFT. So, letztes Mal habe ich gesagt, wir gehen auf Customs. Ich habe es mir anders überlegt. Wir gehen kurz mal auf Woods Prepper. Okay, dankeschön. Ist zwar das meiste Mist, bis auf die Munition. Obwohl die auch Mist ist, aber ich bedanke mich trotzdem mal. Wunderbar, wir sind gerüstet, das gefällt mir. Dann geht's direkt los. PMC und wutz, wutz, wutz. Und ready. Okay, wir brauchen Schrotflinten, wir brauchen Medizin und wir brauchen eine Zündkerze. Dann können wir endlich den Generator bei uns bauen. Dann geht's da auch voran. Oh, wieso spawn ich und es gibt direkt Schüsse? Oh, wir sind am Music Camp. Und da sind auch die Schüsse. Okay. Oh, vielleicht machen wir es nicht lang in dem Raid. Wir schauen mal, wir schauen mal. So. Mein PMC ist schon mal ein bisschen gelevelt. Das ist schön. Der verhält sich schon ein bisschen besser beim Rennen. Außerdem sind wir jetzt deutlich leichter als mit voller Montur. Das hat auch einen enormen Vorteil. Wenn man sich schnell bewegen will. Wer hätte es gedacht? So, was haben wir hier? FMJ ist mir egal. Romeo, ja. Gut, nehmen wir mal mit. Nicht so wertvoll. Da hinten sehe ich gerade nichts. Teilweise auch schwierig, da ranzukommen. Wie? Das ist eine Waffe. AK-47. Ich glaube, das ist beim Skeff-Bunker. Oh, gute Munition. Die kommt gleich in die Gefängnisbrieftasche. Oh, teilweise ist es mit dem Texturenladen so eine Sache. 100 Stück davon. Okay, nehme ich. Mitunter die beste Munition für das Kaliber. Da ist eine Waffenkiste, die interessiert mich gerade nicht. Mal hier hinten in Deckung schauen, was wir drin haben. Nix. Einfach nix. Boah, gute Action. Da will ich gleich mitmischen. Vias, WD-40, das kleine Batterie. PC-Kabel. Naja, was will's. Nehmen wir mit. Hier sind so leichte Medizin-Items drin. Nichts Weltbewegendes. Oder auch gar nichts. Ja, hier auch nicht. Muss hier nicht jedes Mal eine Goldkette da liegen. Ich wünschte, das wird ein bisschen besser laden. So. Dann haben wir hier Piranha. PS1-2. M80. M80 auch sehr wertvoll. Bin wieder überfragt. So, das sollte jetzt passen. Sind zwar nur 20 Schuss, aber weiß nicht, wenn so ein Schuss 1000 Euro, 1000 Dollar kostet. Rubel meine ich, 1000 Rubel. Natrium, Augmentin. Glaub TP, also Toilettenpapier. Sost. AP. M80. Geil. So viel Munition spawnt hier. Darauf. SP60 da oben. Da ist mir die AP viel lieber. Irgendwie Visier. V-Max kenne ich nicht. Sost. Ultra Nosler FMJ. Naja. Kein Muss, das mitzunehmen. Mensch, wir sind gut mit dem Loot unterwegs. So, hier Medizin. Splint liegt da. Und liegt teilweise auch was Wertvolles. Golden Star. Na, ansonsten nichts. Schade. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Golden Star nehme ich mal nach unten mit. Bandage. Die können wir ruhig verlieren.
Sonst sicher nichts, ne? Anscheinend. Na gut. Da ist auch öfter mal eine MP5 oder M4A1, die spawnt. Wie wir gesehen haben, haben wir nichts gesehen. Das heißt, gerade ist auch nicht da. So, hier waren jetzt Schüsse aus der Richtung vorhin. Ich würde gern noch darüber, da ist irgendwie dieser Konvoi. Beziehungsweise wir können hier gleich rechts gehen. Und da gibt es teilweise auch Health-Items. Und wäre zumindest gut, wenn man Saliva rausbekommt. Da ist er schon. Wenn nicht niemand umschießt. Ja, sieht bis jetzt okay aus. Unknown. Ah, gut. Star, kenne ich nicht. Obwohl doch, das ist die Schrotflinte, glaube ich. Ja, Schrotflinten-Slugs. Die kenne ich dann doch. So, und eins da rein sind jetzt nicht so gut. Propangas. Das ist wiederum besser. Ja, das kleine WD-40 und die Bolzen brauche ich halt fürs Hideout. Und das brauche ich auch fürs Hideout. Nicht sinnvoll, ein CMS so zu verschwenden. Aber ich spiele teilweise nicht sinnvoll. Matches brauchen wir, Poxeram, Fuel Tank, da fängt es an, dass ich mich entscheiden muss, was wertvoller ist. Poxeram auf jeden Fall. Ja, wie spreche ich die Items richtig aus? Keine Garantie auf irgendwas. Oh, das ist Dynamit. Das habe ich vorhin mit dem anderen TP verwechselt. Achso, das brauche ich auch fürs Klo. CMS ein volles. Das kommt noch oben hin. So. Leider waren hier nicht mehr Hilf-Items. Kein Grizzly, kein Saliva. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. So. Vor uns waren am Anfang Schüsse. Die Frage ist, ist das Risiko noch da? Okay, die Schüsse sind nicht auf mich. Erstmal hier wieder checken, ob was drin ist. Nö. Immer unter der Liege gucken, teilweise liegen hier Bitcoins. Na, da ist was. Scheiß Katze. Hab genug Katzen heute gehabt. SMT auch ganz gut. Achso, dass ihr... Ich habe jetzt die ersten 5 Folgen an einem Tag aufgenommen. Das heißt, wenn ihr die erste Folge im Kopf habt oder die zweite, wo so viele Katzen gibt, das ist für mich immer noch derselbe Tag. Ansonsten in der Episode hat man noch nicht so viele Katzen, das ist... Sollte ich dazu noch erwähnen. So, was haben wir hier drin? Maske, MRE, brauchen wir auch irgendwann. Und Mayakas. Mayakas nehme ich. Die MRE könnte ich fressen. War ich an der Jacke dran? Glaub nicht. Okay. So viel zur Erinnerung. So, dann haben wir hier Humpback. Hier drin liegen teilweise Teile. Ich bräuchte jetzt Werkzeugkisten, ganz viele. Wir brauchen, wie gesagt, eine Zündkerze. Boah. Selten so viel Angst vor Schatten gehabt. Wasserfilter. Auf Wiedersehen Wurst, obwohl Wurst ist auch nicht verkehrt. Ist egal. Keine Wurst für mich. Na, da ist nochmal Wurst. Da ist nochmal eine Tasche. Malboro und ein Päckchen Blut. Da wir keine Vampire sind, braucht man das gerade nicht unbedingt. Ah, ganz schön wie geringe Skeff-Dichte gerade. So,
Zum einen ist es gut, dass man durchkommt. Zum anderen brauche ich immer noch diese scheiß Schrotflinten. Und ich will eigentlich im PvE-Modus nicht als Geff spielen. So als kleine Challenge für mich selber. Mal sehen, wie das läuft. Eine Shroud-Maske. FMJ. Hier ist öfter mal Zucker und mal Jacker drin. Ah, Erbsen brauche ich. Iskra brauche ich theoretisch auch. Aljonka ist nicht schlecht. Aljonka ist nicht schlecht. Iskra ist auch nicht schlecht. Star kommt weg. Ach, Toilettenpapier brauche ich. Kacke. Carlo kommt nach oben. Toilettenpapier nach unten. ID40 brauche ich. Poxeram brauche ich gerade nicht. Die Iskra brauche ich auf jeden Fall. Ansonsten kann ich schon wieder Käse loswerden. Boah, ich brauche einen größeren Rucksack. Das ist nicht mehr feierlich. EWR ist Emergency. Wasser brauchen wir gerade nicht. Oh, da liegt Zucker. Zucker ist doch so wertvoll. Kann man Moonshine mitmachen später. Und Bolzen. Ja, ich bin überfragt tatsächlich. Matches weg. Bolzen rein. Natrium weg. Matches rein. Oh, dass ich so einen Tausch mal machen muss. Ja, Alu-Splint, der ist zwar noch gut, aber alles für den Zucker. So, dann schauen wir nochmal hier zu den Granaten und dann geht's Richtung Vehicle Exit. PP, da unten, was ist denn das? Resha-Figurinen. Ist gerade alles weg hier. Ich würde es gerne aufnehmen, dann können wir immer noch entscheiden. Reshalla. Interessant. So, Iskra, Iskra. Der Wasserfilter wäre halt nicht so wichtig. Achso, wir haben zwei WD-40. Ein Wasserfilter her. M62, leck mich am Arsch. Die ist gut. M18 Rauch brauchen wir gerade nicht. Boah. Wir können noch laufen. Ab zum Bridge Vehicle Exit. Wir haben guten Loot. Müssen wir ihn nur noch heimbringen. Ich gehe das Dorf hier auch nicht mehr durch, weil wo soll ich es mir hinstecken? Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Scheiß Katzen. Figur. Weg mit dem Iskra. Ja. So viel zu, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Irgendwie haben die gerade aber ein Loot-Table-Problem. So viel Katzen und so oft das gleiche Ding. Ich glaube, das wird noch wieder gepatcht. Aber vielleicht sind die Dinger ja was wert. Haben zumindest emotionalen Wert. Waren das noch merkwürdige Geräusche da beim Vehicle Exit. Ich bin froh, dass die nicht arg viel näher gekommen sind. Ja, da ist man immer so nervös, wenn man da auf dem Präsentierteller praktisch ist. Für eine ganze Minute. Im PvP-Modus ist es natürlich deutlich schlimmer, weil die anderen Spieler ja sehen, also zumindest die PMCs, dass das Vehicle, dass das Fahrzeug aktiviert worden ist. Ja, fliegt schon gern mal die ein oder andere Granate. So. Reshalla und Yusek würde ich ungern verkaufen. Wir schauen trotzdem mal, was sie wert ist. Der Rest kommt in die Box für Unsortiertes im Moment. Aha, das ist das eine. WD-40, Matches. Nochmal WD-40, ein Thermometer. Dass wir so viel M62 gefunden haben. Krass. Erbsen muss ich abgeben. Für eine Tagesquest. Mayaka SMT. Passt da. Zucker, keine Ahnung. Kann dahin. Bolzen. Bolzen. Wir brauchen jetzt noch Muttern.
Golden Star, M80 und natürlich. Ja, das ist schon voll. Nö. Ja. Rein mit dir. Rein mit dir. Habe ich die falsche reingetan? Nö, sieht richtig aus. Okay. Bisschen merkwürdiges Verhalten. Warum denn nicht? Irgendwie muss Tarkov ja Aufmerksamkeit bekommen. So, noch ein Skra. Noch eine M62er Packung. Ich würde sagen, sind wir schon wieder bereit. So, das passt hier unten. CMS. Ein neues mitbekommen. Das passt ja. Achso, die AKM noch raus. Ja, ich weiß, sorry, dass das gerade hier die Texturen. Ist halt Tarkov. Das will man machen. Wird bestimmt bald gefixt. So, Wasser sieht nicht so gut aus. Ich glaube, wir trinken einfach die Rattencola hier. Wunderbar, das kommt wieder nach oben. Ich würde tatsächlich mal eine Granate wieder mitnehmen. Ja, dann können wir. Ich würde sagen, dasselbe Spiel nochmal. Okay, diesmal gehen wir explizit auf Zündkerzenjagd und nehmen nicht die lukrative Lootroute, sondern gehen dahin, wo es halt diese Toolboxen gibt. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, wieder an der Hütte hier unten. Na gut. Holzfällerlager dürfte in die Richtung sein. Genauso wie der größere Kultistenzirkel. Wird später auch eine Quest dafür geben. Hier sind immer relativ gute Waffenteile. Irgendwo liegt hier auch noch eine Leiche halb im Minenfeld. So, MAE und Croutons nehme ich mit. Oh, was willst du? Ah, einfach eine AK, die da reinbackt. TSO, so, Mo. Der Typ liegt irgendwo da. Aber ist, glaub, nur von einer Seite nicht vermint und ich kenne sie gerade nicht. Die nicht verminte Seite. Deswegen lieber mal ignorieren. Ach, mein Skeff, nicht mein Skeff, mein PMC ist schon deutlich schneller, also. Obwohl da noch nicht so viel geskillt ist. Können wir mit Gegenwehr rechnen. Also skillmäßig können wir uns das kurz ansehen. Ja, Endurance Level 2. Und dann halt ein paar Level irgendwo. Schon. Fühlt sich schon besser an. So. Ich will nicht auf den Sack kriegen da vorne. Ist das ein Skelf? Nee, das ist eine Schranke. Verwechsel ich ständig. Oh je, meine Augen, meine Augen. So, USB-Stick ist natürlich auch gefragt. Eine Zündkerze kann auch in diesen Aktenschränken drin sein. Das ist Tape. Das ist nix. Papier. Später relativ wertvoll. Ich glaube, 30.000 kriegt man auf dem PvP-Flohmarkt dafür. Teilweise auch mehr. Kann da irgendwie Intelligence mit craften. Also diese Dokumente. Das ist aber alles nur Hörensagen. Nee, ich hab's nicht mehr. Ich hab letzten Vibe ja nicht so verfolgt. PP-Munition. Das Kaliber ist halt gut. Nehmen wir sie mal mit. Die müssen nicht ins Stash. So gut sind sie dann auch nicht. Schön Auto durchsuchen. Hinten ist abgeschlossen. So ein Jammer. So, dann Richtung. Ist eigentlich egal. Ich gehe wieder Richtung USAC Camp, weil ich das Holzfällerlager meide wie die Pest im Moment. Weil das ein sehr beliebter Platz für den Boss ist.
Wenn wir mal auf PMC-Jagd gehen oder explizit auf Boss-Jagd, können wir das natürlich anders angehen. Dann wünsche ich mir aber eine andere Waffe. Hier sollte auch irgendwo noch ein kleines Lager sein. Ja. Nee, das war noch nicht der richtige. Doch, war richtig. Ja, halt auch nur Waffen. Ich brauche Zündkerze. Wir gehen nun wahrscheinlich am besten mal Richtung Scav Village. Da gibt es sehr viele Werkzeugkoffer. Oh, MP133. Glückstag. Die brauche ich. Ah, scheiß auf die AK. Doch eine gute Waffenkiste. So, dann noch zum Scav Village. Ohne größere Umschweife. Dann schießen wir uns noch eine. Und dann nehmen wir wieder ein Vehicle Exit. Die MP will ich jetzt nicht riskieren. So viel Schüsse, so viel Schüsse. Oh, Ausdauer ist wieder nicht ausdauernd genug gewesen. Scav Village muss man halt noch. Boah, ist ungefähr geradeaus und dann rechts. User Camp kommt aber erst da vorne. Können auch ein bisschen durch die Berge gehen. Aber da kenne ich mich tatsächlich auch nicht so gut aus. Zumindest was Dashes angeht, bin ich da oben öfter mal überfragt. Das ist der Bereich, den ich am wenigsten spiele. So grobe Orientierung kriegt man schon hin. Naja. Wie gesagt, Yusek Camp bleibt diesmal Yusek Camp. Da wird es eh eine Quest geben, das noch zu entdecken. Ah, die medizinischen Items wären natürlich hier im Konvoi. Und auch im Yusek Camp eigentlich sinnvoll gewesen. Hab meine Meinung geändert. Wir gehen zum Konvoi, dann zum Yusek Camp, dann zur Scav Village. Zum Scav Village. So, renn, du faules Stück. Boah. Wie gesund ich wäre, wenn ich so viel rennen würde wie mein PMC. Ja. Wenn ich mit einer Waffe bedroht werden würde, könnte ich vielleicht auch besser rennen. Wahrscheinlich nicht, aber die Motivation wäre etwas höher. Das erwarte ich zumindest von mir. Also da oben gehen wir hin in den zweiten Teil vom User Camp. Den ersten ignorieren wir dann doch weg. So, da hinten ist der Konvoi. Hoffentlich wartet da ein Saleva auf uns. Nichts anderes. Bist du? PST brauche ich nicht. Im Moment nicht. Ein French, ein Drill. Ein Survival. Ein Tape. Oh, der. Oh, gut, sind noch nicht zu schwer damit. Braucht man auch irgendwann zum Upgrade. Denke ich mal. Ja, den Fuel-Kanister lassen wir da, obwohl er wertvoll ist. Was ist denn mit den Muttern los? Das Naked ist auch relativ wertvoll. Kostet, glaube ich, 27.000. Kriegt man bei Therapist dafür. Braucht man nicht mal einen Flohmarkt. PPE, sonstiges Zeug. Nix. Einfach nix. Ja, es glaubt besser, den Fuel Tank da zu lassen, sonst ist die Bewegung wieder so eingeschränkt. Und ich genieße gerade meine Freizügigkeit. So.
Mal schauen, ob da oben jemand auf uns wartet. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ein Afak, ein Survival Kit, eine Bandage, eine Rattencola. Einmal Morphin, was schwer zu ergattern war. So, dann Scaffolage, ich komme. Okay, beim Bunker vor mir anscheinend wieder ordentlich was am Explodieren. Wenn es denen Spaß macht. Also, dass die Büsche oder das Geräusch von den Büschen nachlegt, daran habe ich mich nach fast 1000 Stunden Tarkov immer noch nicht gewöhnt. Ich laufe rein und höre es Sekunde nach mir, ja, hört ihr ja selbst. Eine Sekunde, eine halbe, nachdem ich eigentlich das Geräusch auslösen sollte, höre ich es hinter mir. Tarkov halt. Ansonsten ein geniales Spiel. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich jetzt, keine Ahnung, ist das die vierte, die fünfte Folge? Das habe ich gerade, weiß ich nicht, auswendig. Ich bin angespannt. Hätte ich nicht gedacht beim PvE-Modus, dass es wirklich, dass dieses Gefühl der Anspannung aufkommt. Im PvP-Modus ist es nochmal deutlich schlimmer. Ich bin tatsächlich, ja, das ist nicht easy going für mich. Vielleicht ist das eher was für meine Altersklasse, die alle Reflexe. BTR vor uns. So, Panzer ist auf jeden Fall da. Weiß nicht, ob, wenn er fährt, er irgendwie einen aktiven Auftrag hat und dann unfreundlich ist. Jetzt mit der Schrotflinte wollte ich es aber nicht rausfinden. Weil die würde ich echt ganz gern heimbringen. Vielleicht findet man der Schrotflinte aber auch noch einen Freund. Das wäre gar nicht so verkehrt. So, Scaff Village ist irgendwie geradeaus. Ist eigentlich eine ganz einfache Map. Hatte früher so Angst, die zu spielen, weil Bäume, wie orientiere ich mich, aber ist tatsächlich wie jede andere Map. Ich finde sowas wie Reserve, Streets of Tarkov, ein bisschen schlimmer. Vor allem mit so vielen Ebenen und Gebäuden. Gut, von außen fällt es wahrscheinlich leichter, aber von die Tiefe in den Maps ist unglaublich. Muss aber auch sagen, die habe ich nicht oft gespielt. Also bei Weitem nicht so oft wie Woods. So, dann können wir einfach hier rüber und dann nach links und dann ist da ein paar hundert Meter in Entfernung schon das Scaff Village. Oh, Ausdauer. Ausdauer. Passt doch auf deinen PMC. So, Bridge Vehicle Exit ist da. Ich weiß auch nicht, ob die Bots die jemals benutzen. So, Village ist direkt vor uns. Noch nicht erschossen werden jetzt. Noch nicht erschossen werden. Ah, Regen und Fußspuren. Okay. Wollte sagen, klingen ähnlich, aber jetzt höre ich eh nur noch Regen. Da höre ich keine Fußspuren mehr raus. Keine Schritte. Ein Schuss wird helfen. Da schießt zumindest jemand. Da ist jemand drin, glaube ich.
kommt raus. Das ist auf jeden Fall jemand. Die Schritte höre ich tatsächlich. Der hat auch eine 133er. Mehr will ich doch gar nicht. Was legt man dafür weg? Scheiße. Komm her! Nein, das passt nicht. Scheiße. Hat einen größten Rucksack auch nicht. Ich weiß, ich habe meine gute Waffe weggeschmissen. War das eine dämliche Entscheidung? Vermutlich. Aber wir haben die zwei MPs. Und damit müssen wir nur noch raus. Waffen kommen und gehen, aber im Raid gefundene MP133er nicht. Scheiß auf die Zündkerzen. Habe ich überhaupt Schuss? Ja. Nur, falls jetzt noch jemand aufbegehrt. Boah, wir haben es geschafft. Wir haben beide Schrotflinten in einem Raid bekommen. Nachdem wir die lange vergeblich versucht haben, zurückzubringen. Ach, ist das schön. Die Quest können wir direkt abschließen. Ich habe zwar meine Hauptwaffe hergegeben, aber das würde ich jeden Tag nochmal machen. Oh, ich bin erleichtert. Auch, dass wir rausgekommen sind. Ich mag die Vehicle Exits gerade nicht. Vor allem mit Regen höre ich keine Schritte mehr gescheit. Das ist einfach nur... Ach, die ist auch extra lang. Das hätte schon gepasst. Aber irgendwer hat gemeint, oh, die braucht einen langen Lauf. Hätte ich die halt ausgerüstet, hätte ich meine Hauptwaffe nicht hergeben müssen. Ist egal. Weil wir können das hier machen. Auf Wiedersehen. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Jetzt können wir Jäger suchen. Beziehungsweise ist das schon... Nee, das ist noch nicht Jäger. Wir kommen trotzdem den Kompass. Wie kommt man denn an Jäger? Das ist ein bisschen anders, als ich es kenne. Can of Green Peas. Ja, ich habe aber das andere noch nicht, den Vita Juice. Ob ich den noch finde? Vor morgen vielleicht. Die Body Armor brauchen wir auch. Und hier ist Scientist Office. Ich glaube, dann müssen wir wieder nach Ground Zero. Erstmal Quest-Rewards einsammeln. Oh, immerhin 15.000 und eine Scheißwaffe. Zumindest eine, die ich nicht sehr mag. Mit der ich nicht umgehen kann, soll das übersetzt heißen. Ammo. Ich glaube, die ist auch bald voll. Oh, eher nicht. Da können wir noch ein bisschen was reinäumeln. So, das braucht man alles irgendwann später. War das schon alles? Na gut, da habe ich mich aber bemüht. Dann schauen wir mal, ob wir eine gute Waffe finden. Och, ich würde einfach sagen, maximal 6 Stück kann man kaufen. SKS, dann kaufe ich gleich 2 auf einmal. Die Waffen finde ich am Anfang immer relativ gut. Kann damit deutlich besser umgehen als mit der Mosin. Braucht man nur ein bisschen Magazine für. Hier. Sind zwar teuer, aber wenn wir die versichern, kommen die eventuell sogar zu uns zurück. Das wäre zumindest die Hoffnung. Ja, ich weiß, Inventar sieht furchtbar aus. Slot is not empty. Der hat dann irgendwie ein komisches Magazin drin. Hier dieses initiale Ding. Können wir jetzt ranflanschen? Ja. Das war die Lösung. Dann brauchen wir noch Munition dafür. Ja. Nehmen wir halt die SP. 200 für den Anfang reicht. Eine in den Lauf. Ganz viele in die Magazine. So. Das sieht schon mal gut aus, dass da unten passt. Ist das dieselbe SP? Oh, interessant. Dasselbe, was wir gerade die ganze Zeit verschossen haben.
Dachte, es wäre ein anderes Kaliber, aber nö. Dann passt es. Genau, die Teile müssen noch raus. Bandage doppelt. Das kann raus, das kann raus. Survival Kit erstmal raus. Das AFAK. Wir haben halt IFAK. Das kommt nach unten hin, das kommt nach unten hin. Das muss jetzt erstmal passen. Kalop B kommt auch wieder nach unten. Und das Shroud ist nicht mehr found in Raid, verdammt. Ah, das hätten wir vielleicht abziehen sollen. Ist egal, jetzt können wir es verkaufen. Wo ist es hin? Da ist es. Gut, dann würde ich sagen, geht's wieder... Ah, bevor es weitergeht, schauen wir mal, wie viel die Figuren wert sind. 63.000 und 47.000, das ist gar nicht wenig. Pro Slot 30.000 ist eigentlich echt gut. Ich habe keine Nachklickmunition. Das vergesse ich gerade immer. Einmal Käse. Vor allem, wenn ich es vergessen hätte. 60 Schuss zum Nachklicken sollte reichen bei der SKS. Einmal wieder Maske auf. Ja, trinken. Essen und trinken. Die Rattencola, gut, wenn ich die verkaufe, ist die halt auch noch 12.000, 15.000 wert. Schauen wir mal. 15.000. Und wir kaufen dafür Wasser für 12.000, also immer noch ein Gewinn von 3.000 Rubel. So läuft die Economy hier. So, und 100, das hätte die Cola nicht geschafft. Na gut, dann als nächstes wieder Ground Zero. Liquor Store kriegt mal hin und Access to Scientist Office muss ich mal schauen, ob man dafür was brauchen. Wie gesagt, ich würde hier wieder kurz einen Break machen und dann merkt ihr wieder nichts davon. Es geht noch weiter. So, weiter geht's. Für mich ist ein realer Tag vergangen, zumindest eine Nacht. Wir haben neue... Versicherung kam zurück. Na, also Versicherungsbetrug funktioniert. Deswegen ist die Frage, soll man überhaupt was versichern? Ist teilweise ein bisschen unfair, wenn wir unser Zeug dann wieder zurückbekommen. Deswegen habe ich es die letzten Male auch nicht gemacht. Ja, komm, keine Versicherung für uns und unser Hideout ist fertig. Wir wollen ja ein bisschen die Steaks, das schöne Fleisch, hochhalten. So, irgendwie mein Skiff. Mein Kultist-Circle ist fertig und wir haben bekommen... nix. Hallo? Ah, wie bekommen? Die Gift ist bestowed. Was habe ich für ein Gift? Vielleicht müssen wir da manuell rumlaufen. Will mein Zeug haben. Wo ist dieser Zirkel? Hier kommt nachher die Shooting Range hin. Sobald wir mal ein bisschen durchgefegt haben. Bisschen gekehrt. Kommen wir einfach noch nicht hin. Habe ich es woanders bekommen. Hier ist der Fitnessraum. Okay. Nix. Doch, da ist es. Eine RPD. Ja, mit schönem Magazin. Ja, damit. Ein geiles Visier. Haben wir da oben. Kommt zu seinem Freundchen. Und eine Bommelmütze. Ich werd nicht mehr. So, ich habe natürlich geschaut, wo wir auf Ground Zero hin müssen. Da, wo wir schon waren. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. So, nochmal als Erinnerung. Wir müssen einen toten Wissenschaftler finden. Der hat einen Schlüssel an sich. Und dann müssen wir in sein Labor eindringen. Ah, wir sind sogar richtig hier. Geil. Und dann müssen wir... nicht eine Weinflasche finden, sondern den ganzen Weinladen. Aber das kriegt man auch noch hin. Aber wir sind direkt richtig gespawnt. Das freut mich jetzt. Hast du auch gutes Zeug? Ja. So mittel. Doch nicht da oben hin. So. Ist auch ein Toter. Wir müssen gleich weitergehen, bevor wir noch abgeschossen werden. Zucker! Bandage, PST, aber wenig Munition. Die kann er behalten. Ich glaube, die Erz nötiger als wir. Ja, da liegt noch eine Leiche, aber ich gern die Quest.
machen. Dazu müssen wir einfach da hinten rein in das Ding. Schauen, dass wir nicht abgeballert werden. Ach, ich mag die großen Katzen. So, der arme Kollege liegt hier. Ja, hoffentlich hat er einen Schlüssel für uns. Müsste er eigentlich haben. Ist ein garantierter Spawn. Also, bringt auch nichts. Beziehungsweise doch, bringt was. Falls wir jetzt noch drauf gehen. So, jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwie nach oben. Da weiß ich noch nicht, wie wir da hinkommen. Aber es gibt ja Treppen. So. Schön auf die Eier zielen, während man lootet. Komm schon, Grafikkarte. Grafikkarte. Scheiße. Schritte. Schritte. Schüsse. Oh oh. Der wird jetzt erst abgeballert. Ich glaube, hier müssen wir aber sogar hin. Ich habe eine Granate, das ist gut. Fuck. Fuck, ey. Nee, normaler PMC. Zumindest bei dem Namen. Fuck, ey. Wie viel Schaden? 354. Die Granate hat ihm wenig getan. Das ist schade. Oh, PSGS-Munition. Ich habe aber gute Nachrichten. Wir haben ja einmal Versicherungsbetrug begangen. Das können wir jetzt ausrüsten. Den Schlüssel haben wir noch. So, ein Glück Versicherungsbetrug begangen. Haben wir jetzt nämlich gutes Zeug. Ausrüsten. Ist ja ausrüsten. So, dann braucht man natürlich wieder die andere Munition. Aber das kriegt man schon hin. Ja, das passt alles. Boah. Da sind ja noch genügend Magazine. Die Battlemax sind auch noch schön voll. Das gefällt mir. So, und dann nehmen wir einfach M855 mit. Das sollte reichen. Kopfhörer noch auf und dann können wir schon wieder los. Dann nehmen wir auch den Helm. Wozu haben wir ihn denn? Und Ganzkopfkondom. Ja, sieht gut aus. Ab dafür. Also irgendwie ist das echt nicht meine Map. So oft, wie ich hier auf den Sack krieg. Na, Lies. Oh, nochmal Glück. Diesmal gehen wir direkt los. Alter, das Glück, dass wir zweimal hier spawnen. So, Full Auto und gib ihm. Das große Visier kann ich auch noch umschalten. Na gut. Computer sagt nein. So, ich glaube, irgendeine Treppe hoch, die war es nicht. Die war es definitiv nicht. Ah, shit, ich hätte eine Granate noch mitnehmen sollen. Dann schalten wir die PMCs eben jetzt so aus. Da ist Raum 3, wir müssen in Raum 4. Theoretisch können wir auch über Raum 3 reingehen, über Fenster, Balkon, was auch immer. Dann bräuchten wir keinen Schlüssel, aber wir haben den Schlüssel. Ich höre Schritte. Boah. Questgeräusch hat mich erschreckt. Tür zu. Bisschen Sicherheit für uns. So, hier gibt es anscheinend ganz viele PCs. Und hier gibt es auch ein Harddrive, das wir mit rausbringen müssen. Glaube ich. Wenn die Quest aktualisiert wurde. Locate and obtain the Scientist Hard Drive. Das muss irgendwo hier rumliegen. Boah. Looten wir eh durch.
Nur ich hätte das ganz gern gleich mal erledigt. Irgendwo in dem Raum wird schon sein. Oh, ein Slickers. Schokoriegel. Mich wundert es nicht, dass ich so fett bin im Real Life. So, nochmal Erbsen. Die habe ich aber schon. Nochmal ein Slickers. Hat er schon durchsucht? Nö, doch. So viel zu sich für fünf Sekunden was merken. So, Harddrive. Wo wäre ich, wenn ich ein Harddrive wäre? Nicht in der Müsli-Packung, so viel steht fest. Ja. Oh, schon durchschaut. Na, muss ich da jetzt echt aufs Handy schauen, wo der Mist hin ist? Ich wird richtig offensichtlich jetzt irgendwo ganz fett rumliegen. Oder auch nicht. Oh, ich glaube, der hat auch nicht geschossen. Oh, ich dachte, das wäre eine schwarze Lab-Karte. Also anscheinend nicht. Okay. Hot Rod. Ich mag meine Hot Rods. Ein Kaktus, das ist kein Harddrive. Boah, ist das bitter. Ist das bitter. Da muss ich mich tatsächlich kurz in der Ecke hocken und aufs Handy schauen, wo das Scheißteil liegt. Okay. Auf dem mittleren Tisch auf der linken Seite. Ah. Da ist es. Jetzt muss man damit nur noch heil extracten. Und bei den Schritten, die ich hier höre, bezweifle ich es ein bisschen. Matches. Komm schon, Papa braucht USB-Sticks. 3 Stück, wenn es geht. Oh, die brauchen wir. Damit können wir, glaube ich, die Shooting Range jetzt machen. Zumindest auf dem Basislevel. Also, falls wir sterben, war nicht alles umsonst. So. Oh, das brauchen wir. Genau die Zündkerze brauchen wir. Ah, beide wichtigen Items schon mal gesichert. Das fängt heute gut an. Also für mich heute. Für euch geht es ja einfach weiter. So, was haben wir noch? Duct Tape. Ach, ich mag diese Aktenschränke. Eine gleiche oder eine ähnliche Unordnung, wie auch bei mir in meinen Schubladen herrscht. Eine Zigaretten wird man da eher nicht finden. Ja, aber so Klebeband, eine Zündkerze, paar Schrauben, das ist durchaus möglich. Auch noch durchsuchen? Nee, die sind nur Deko. Den kann man durchsuchen. Komm schon. Papa ist nur glücklich mit USB-Stick. Oder Schlüssel? Utility? Oh. Wenn der schon heißt, dass es nützlich ist, dann nehmen wir den auch. Nüsse. Schrauben. Muttern. Batterie. Und... Schrauben. So, erstmal ein Schokoriegel auf die ganze Aufregung. Wasser ist nicht gut. Schokoriegel und Hot Rod Energy Drink. Das schmeckt bestimmt jetzt total widerlich. Ich höre was. Und wir können entweder den Vehicle Exit jetzt nehmen. Was wir wahrscheinlich auch machen werden. Oder wir gehen ganz ans Ende zu Nakatomi Street. Ich glaube, ein bisschen. Achso, hier geht es hier nicht runter. Hier geht es eventuell runter. Hoffentlich. Oh, das sieht treppig aus. Na, da kommen wir auch her. Da kommen wir doch auch hier.
Naja. Hier hinten ging es ja nicht weiter, wenn ich mich recht erinnere. Die Tür, nö, hat kein Ding. Dann können wir mal schauen, was der Kamerad hier noch in sich verbirgt. MP5-Magazin. Und zwar das Gute. Dachte, ich hätte was gehört. Die Tarkov-Paranoia. Boah, die die Pflanze hätte eine Waffe gehabt. Scheiße. Können ja auch mal schauen. Ja. Haben ihn. Wir haben ihn. So, und Vehicle Exit. Das ist nämlich ganz praktisch. Für den Vehicle Exit steigt auch immer ein bisschen unser Ansehen beim Fans. Dann müssen wir gar keine Scav-Runden machen, um den hochzuleveln. Sondern einfach nur jeden Vehicle Exit so oft nehmen, bis es keine Punkte mehr gibt bei Fans. Ach, ist das schön, ist das schön. Haben wir mal ein Quest-Item mit rausgebracht. Glaubt, das war das erste Mal seit der Let's Play-Serie. Gut, war auch das erste, was man wirklich rausnehmen musste. Bis auf die ganzen Sachen, die zu finden sind. Aber wir haben es geschafft. Das Wichtigste ist jetzt, das tatsächlich auch abzugeben. Ich habe auch in der Zwischenzeit nachgeschaut. Irgendwie hat Mechanic auf Stufe 2 die Quest, dass wir Jäger freischalten. Das ist ein bisschen anders, als ich es gewohnt bin. Genau, da fehlt noch der Vita Juice und der Liquor Store. Oh, das war der falsche. Der wollte denn das auch Mechanic? Saving the Mole. Ja, auf jeden Fall. Und abschließen. Wunderbar, wunderbar. Ernsthaft? Den kriegt man nur auf Level 2 bei Level 20? So lange haben wir keinen Jäger, das muss ich nochmal nachgoogeln. Gunsmith akzeptieren. Und, nee, Introduction. Genau, da ist er. Das machen wir dann beim nächsten Mal, dass wir Jäger freischalten. Ich dachte schon, was habe ich mir da angelesen? Gut, dann würde ich sagen, kommen die noch kurz in hier die Junkbox. Und dann können wir nämlich hier zwei Sachen vom Hideout schon mal craften. Und den Rest verräumen wir auch noch kurz. Dann kann es nämlich beim nächsten Mal direkt losgehen. Und irgendwann sorge ich für Ordnung in meinem Stash. Irgendwann mal. Wenn ich mich so fühle. So, nochmal Erbsen, Schokoriegel für später und ein wertvolles MP5-Magazin. Also das kommt nach unten. Das kommt nach unten. Magazin muss man nur eins nachladen. Wenig geschossen. Wunderbar. Was haben wir für Messages? Wahrscheinlich nur Belohnung. Oh, wieder Imparts, Imparts, Imparts. Und ein bisschen Poxeram. Ah, wunderbar, 15.000 Rubel nehme ich auch noch. Und dann ab Inside Out. Hey, ich dachte, ich lade das vor. Ah, so schnell wie es lädt, ist es auch vorgeladen. Also einmal Generator konstruieren. Hat kein Benzin. Shooting Range konstruieren. Und das braucht jetzt eine Stunde Realzeit und Rest Space. Wunderbar. So, das nächste, was wir hier angehen, ist eventuell Level 2 Illumination. Das heißt, wir brauchen ganz viele Glühbirnen und Kabel. Ohne Illumination 2 kommen wir nämlich nicht arg weiter. Beziehungsweise Generator. Ja. Security und Vents. Und Security braucht, glaube ich, Illumination. Nee. Okay, das können wir auch direkt machen. Filter bei Item. Ah, shit. Das ist nicht das Multitool. Das sind normale Elite-Pliers. Die finden wir auf jeden Fall auf Customs oder sonst in der Werkzeugkiste. Okay. Dann wissen wir, was zu tun ist. Gut,
Ich finde, jetzt reicht es für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.